Hallo und willkommen zu einem neuen Dokkan Battle Video. Mir fällt gerade in der Sekunde, wo ich diese Anmoderation mache, auf, dass mein Mikro wahrscheinlich noch zu hoch eingestellt ist, weil wir hatten gerade gestreamt. Das tut mir sehr leid. So, nochmal. Wie gesagt, willkommen zu einem neuen Dokkan Battle Video. Ein schöner Start. Heute wagen wir uns mal wieder, wer hätte es gedacht, an das Super Vegeto Banner. Und zwar, weil ihr habt vielleicht mitbekommen, also der ein oder andere dürfte es bemerkt haben, es hat sich rumgesprochen, dass meine letzten Summons nicht so gut waren. Ich meine, okay, ich glaube, da kann mir keiner widersprechen. Und heute dementsprechend versuchen wir keine Multi-Summons, nein. Wir machen heute Single-Summons, weil ich bin es satt, in Multi-Summons dead auszugehen. Heißt also, wir machen um die 10 Single-Summons, beziehungsweise so viele, bis ich einen SSR habe, wenn es nach 10 noch nicht genug ist. Und wenn ich dann mit 70 Stones keinen habe, dann werde ich noch salziger. Aber da euch das anscheinend eh gefällt, glaube ich, werden wir alle hier mit, naja, außer ich, mit einem positiven Feeling rausgehen. Ich glaube einfach, dass Single Summons momentan besser für meine Psyche sind als ein Multi, weil wenn ich 3 Multis mache in einem Video, sind das 150 Stones, und wenn ich 10 Single Summons mache, sind das 50 Stones. Wenn ich hier alle aus, das sind 70 Stones, das tut weniger weh. Ich glaube mal, ich kann damit mehr leben. Für die, die nicht ganz wissen, die vielleicht gerade auf meinen Kanal gestoßen sind, was wir hier machen: ich summon beim physischen Super Vegeto Banner. Das ist die neue Karte, die ich unbedingt haben möchte. Sonst aus dem Banner gut wäre Gotenks, wäre okay. Der wäre schlecht. Den habe ich schon, brauche ich nicht mehr. Der wäre auch schlecht. Den habe ich auch schon auf 100% U, brauche ich nicht mehr. Der wäre auch schlecht. Heißt, wir haben hier um die 2 Einheiten, die ich wirklich haben möchte, wovon eine mein absoluter Favorit ist. Heißt, nicht lang schnacken, Kopf im Nacken oder so ähnlich. Wir gehen in den ersten Single Summon rein. Und hoffen natürlich, und hoffen und beten, dass mich heute Super Vegeto, dass er einfach kommt. Ich wollte mir wieder ein wunderschönes, schwules No-Homo-Wortspiel aus den Fingern saugen. Ich wollte irgendwas sagen, was zeigt, wie sehr ich Vegeto mag, aber Super Saiyan 3, als ob! Wir starten direkt mit dem Super Saiyan 3. Und werden getrollt des Jahrhunderts. Oh mein Gott. Wir starten mit einem SSR. Ein Non-Featured Motherfucking SSR Tech Bardock. Das ist mein erster Super Saiyan 3 seit einer Ewigkeit. Das ist wow. Ich meine, das ist man featured und es tut so weh. Der ist halt echt nicht gut. Obwohl, er ist okay eigentlich. Ich glaube, er hat 90% oder so nach dem Dokkan, wenn ich sogar hole. Es ist okay wirklich, aber es ist halt nicht mehr als okay. Aber wir können schon mal sagen, dass dieser eine Single Summon besser ist als mein erstes Summon Video beim Vegeto Banner. Ich meine, what the fuck, das waren 5 Stones. Ich hoffe mal, dass es genauso weitergeht, weil, wow, das war wirklich krank gut. Der zweite Summon startet ohne jegliche Animation und bleibt in der Base-Form. Wenn wir keinen Crack-Screen kriegen, wird das ein Rare bedeuten für uns. Ja, wie gedacht, Nail. Danke. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich den nicht haben möchte, aber ich müsste jetzt hier eine Soundspur einfügen von irgendjemand anderem, der Nail beleidigt, aber ich habe keine. Dann hätte es jemand anders gesagt. Ach ja, ich finde es übrigens lustig, ganz kurz nebenbei erwähnt, weil ich meinen Kanal im Hintergrund sehe. Ein Thumbnail, wo ich vom Bandai geschlagen werde und signalisiere, dass ich ziemlich hart rangenommen wurde in den Summons, kommt ziemlich gut an. Ein Video, wo ich signalisiere, dass ich einen SSR gezogen habe, interessiert keinen, weil alle, ihr steht auf mein Leid, also ich werde, es ist erfolgreicher, wenn ich nichts ziehe, aber es schmerzt mir mehr, wenn ich nichts ziehe auch. Es ist eine Zwickmühle. Ich kann zwar eh nicht beeinflussen, was das ist, aber interessant zu wissen. Ich hätte aber auch eher auf das Bandai tut mir weh Bild geklickt, weil es ist halt echt gut mit Freezer und Toppo und so. Und dritter Single Summon, Rainbow Super Saiyajin. Schade, ich hätte auf den Beigeist gehofft. Also beide Animationen in einem Video wären zu krank gewesen. Super Saiyan 2. Und SRAGL Bardock. Der hat ein Dokkan Awakening später. Sprich, Super Saiyan 3 Bardock. Sprich, ich habe ihn schon auf SA10. Ich werde ihn hier in meinen physischen reinfeeden. Warum nicht? Ich muss sagen, bis jetzt besser als meine Multisummons. Es ist halt wirklich nicht lustig. Aber es stimmt. 1, 2. Was wollt ihr eigentlich in Videos sehen? Interessiert mich mal. Wollt ihr Multis sehen? Drei Multis, also ich glaube, die meisten sind eher dafür so. Oh, Instant Saiyan.
So drei Multis in einem Video oder eher so Single-Summon-Videos, weil, ja, persönlich, Single-Summon-Luck habe ich das Gefühl, ist manchmal mehr, aber Multis sind halt unterhaltsamer anzusehen. Weil es sind halt mehr Charaktere hintereinander direkt und ich weiß auch nicht irgendwie, ich weiß nicht, ob. Würde mich mal interessieren. Weil ich würde auch öfter mal Dual-Summon-Videos machen, wenn ich halt öfter Single machen würde. Einfach Single-Summons. So abwechselnd. Das würde weniger Stones kosten, dementsprechend könnte ich dann auch mit mehr Duel- und Cooperations machen. Das wäre viel einfacher. Könnte ich eins mit Phaser machen, könnte ich eins mit Matze machen, könnte ich eins mit Ruffy machen. Zack, wäre einfach insgesamt vielleicht 300 Stones weg, anstatt bei einem Video Koop schon 300 Stones auszugeben. Baseform. Natürlich ein Crackscreen, wie wir ihn kennen. Was denn sonst? Verdammt. Oh, die Pan mit dem meisten Leben der Rare Chars. Es ist übrigens 5 nach 12 und ich habe Hunger und ich wollte früh ins Bett gehen, weil ich morgen Sport habe in der Schule. Ich hasse Sport. Die Pan hat echt krankes Leben, muss man sagen. Guck mal, 1500 in der. Es ist eine Rare-Karte und auf Level 1 hat die 1500 Leben. Ich glaube, insgesamt kommt die auf 8000 oder so. Das ist echt nicht schlecht. Props dafür. Und sie ist drei Kategorien. Ah, Hybrid Saiyan, World Tournament. Das ist krank. Sie hat mehr Kategorien als Super Saiyan 4 Son Goku. Das ist ja mir irgendwie peinlich. Dass Bandai ihr drei Kategorien gegeben hat und Goku keine. Au. Nirgendwo kann man den Dude benutzen. Ein Schiff. Ei, ei, ei. Ein Schiff und. Super Saiyan immerhin. Ba-boom. Ein Schiff habe ich mal Angst, wenn er Baseform bleibt. Bei fünf Schiffen wünscht man sich, dass er Baseform bleibt, weil damit ein Beigeist eigentlich saver wirkt. Der hässliche Whiskey Goku. Ich feiere das einfach zu sagen, Whiskey Goku. Man merkt eigentlich direkt, dass dieser Goku und der physische Vegeta vom selben Dude gezeichnet wurden, animiert wurden, weil beide haben kein Ding halt. Ich verstehe nicht, was der Typ gegen Hälse hat. Er mag sie nicht. Okay, wir müssen einfach alle damit klarkommen. Ja, und ich meine auch dich da hinten. Du. Gott, jetzt spreche ich schon mit Leuten, die nicht da sind. Ach du Kacke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Schiffe. Das ist Bullshit. Okay, wir beten jetzt, dass er Baseform bleibt. Gott verdammte Scheiße. 6 Schiffe. Das ist einer zu wenig und einer zu viel gleichzeitig. Weil 5 ist ganz gut und 7 ist gut. Bei 6 habe ich eher so das Gefühl, es ist immer ein schlechter SR-Char. Ja, SSGs. 6 ist so eine extrem nervige Anzahl. 7 wäre garantiert SSR gewesen. 5 ist das 5-Pot-Slug. Ihr kennt es. 6 ist das Genio-Sonder. Es ist das Genio-Sonder-Kommando. Verdammt, Gs. Was kannst du überhaupt? Wow. Du hast drei Links vor allem. Wow, ob der je gut ist. Nein, der kann. Nein. Egal wann, er war nicht gut. Bis jetzt haben wir einen SSR gezogen. Immer noch besser als mein erstes Summon-Video. Wow. Wenn wir noch einen ziehen, wird das um Längen besser. Ich habe gerade nicht hingeguckt. Ich glaube, das war ein Schiff. Please turn Super Saiyan. Ah, wir getten den Chef. Ein Rare wird abgeholt. Oh, das ist Yamchu persönlich. Ja, moin, wie geht es dir denn so? Sehr nice, sehr nice. 30 Stones, ich habe mit 70 angefangen. Heißt, zwei Singles sind noch drin. Je nachdem, vielleicht bin ich auch süchtig und mache mehr. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Eieiei. So, komm schon, jetzt spüre ich es. Eins, zwei, drei. Drei Schiffe. Naja. Rainbow, bleib bei Form. Boom. Verdammt! Ich dachte, mit dem Boom kommt es dramatisch, ja? Super Saiyan 1. Super Saiyan 2. Verdammt. Ich spüre den Chef. Es ist. Ah, STR Freezer. Das ist nicht so entzückend. Ganz im Gegenteil. Naja. Ich würde sagen, wir gehen zum Group Summon des Videos über. Normalerweise ist es ein Multi, aber jetzt, wenn ihr den Single Summons heißt, das passt doch ganz gut. Sprich, nehmt euch eure Smartphones oder sonstige Spiele, wo man etwas beschwören kann oder etwas mit Glück ziehen kann. Geht zu dem Mode über und, ah, egal, nehmt einfach Dokkan raus, geht in ein Banner eurer Wahl, klickt auf Single oder Multi-Summon und summonet mit mir zusammen. Dürft natürlich auch irgendein anderes Spiel nehmen. One Piece Treasure Cruise zum Beispiel. Und schickt mir eure Ergebnisse auf Twitter oder schreibt es mir einfach in die Kommentare. So, 4 Schiffe. Runterziehen. Auf 3 mit mir zusammen loslassen. 1, 2, 3. Ah, verdammt, meiner ist Super Saiyan gegangen. Wie gesagt, textet mir in die Kommentare, was ihr bekommen habt. Ich hoffe mal was Besseres. Und ich klicke in Group Summon. Na verdammt, ganz kurz hatte ich sogar Hoffnung, dass es eine gute Karte ist. Weil dieses Art an sich halt ein bisschen fremder wirkt. Das ist ein bisschen schade tatsächlich. Ich würde sagen, einen machen wir noch. Und dann ist genug. Wir haben mit dem SSR gestartet. Das ist an sich halt gar nicht schlecht. Aber, naja, er war halt nicht gut.
drei, vier, nochmal vier Schiffe. Der letzte Summon des Videos, meine Damen und Herren. Group Summon hatten wir gerade schon, heißt, ich werde nun alleine meine letzten Char abholen. Super Saiyajin. Super Saiyajin 1. Super Saiyajin 2. Wir beenden das Video mit einem namekianischen Gohan Kids. Ja, genau, das Wort habe ich gesucht, wollte Teen sagen, aber er ist halt kein Teen Gohan. Ich möchte das Video so nicht beenden. Ich bin süchtig, ich bin halt schlimm süchtig. Single Summons ist halt dieses Ding immer, ich möchte immer mehr machen. Weil ich weiß, der nächste könnte ein SSR sein und jetzt wird es ein Rare. Toll. Satan rechts. Ah, Super Saiyan. Okay, nachdem hören wir jetzt wirklich auf. Wäre es ein Rare gewesen, hätte ich noch einen Stone ausgegeben, tatsächlich. Noch einen Summon gemacht. Mit Satan rechts, Super Saiyan. Mit dem SSR werde ich klarkommen. Wir wenden das Video also nicht mit Gohan, sondern mit fucking Freezer. Nein, es ist Frost, Leute. Verzeihung. Tief im Herzen, wisst ihr, habe ich auf Vegeto gehofft. Aber naja. Was soll man sagen? Besser als das erste Summon-Video lief es schon mal und wir haben nur 60 Stones circa ausgegeben. Ah, ich habe die halt erstmal ausgewählt. 15, 16, 17. Warte, 15, 11, 12. Es waren 12 Charaktere. 60 Stones. Kranker Unterschied, ich weiß. Aber hey! Falls euch das Video gefallen hat und auch mal die Art halt so allgemein, ich habe, glaube ich, ein bisschen ruhiger gesammelt, doch erst ist halt schon spät und nur Singles. Dann zeigt es mir doch gerne mit einer positiven Bewertung, sprich einem Like. Und schreibt mir einen Kommentar, wie ihr das auch so findet, Singles zu machen, anstatt nur Multis. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich natürlich auch freuen, wenn ihr ein Like und oder ein Abo da lassen würdet nebenbei. Und wir sehen uns morgen bei einem neuen Dokkan Battle Video wieder. Bis dann, haut rein. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, Noble. Und ciao.